Wieder einmal wurden mit unserem Land, Frankreich, die Symbole unserer Republik angegriffen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und das Zusammenleben. Wir gedenken der Opfer, wünschen den Verletzten gute Genesung und fühlen mit den Angehörigen. Wieder einmal zeigen wir damit unsere Entschlossenheit dieser Erpressung durch den Terrorismus, die auch auf Spaltung und Hass setzt, nicht nachzugeben. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Wir werden sie gemeinsam gewinnen. Denn die Werte, die gestern wieder angegriffen wurden, sind unsere gemeinsamen Werte. In Deutschland, in Frankreich, in Europa, in allen Demokratien. Mit einer dreitägigen Staatstrauer, Samstag, Sonntag und Montag, bezeugt ganz Frankreich seine Betroffenheit. Vor diesem Hintergrund war es für uns selbstverständlich, als Ausdruck unserer Trauer, das für heute geplante deutsch-französische Straßenfest abzusagen. Morgen wird es in abgewandelter Form stattfinden, denn wir wollen zeigen, dass wir weitermachen und nicht nachgeben wollen, sondern aufrecht und geschlossen dieser Herausforderung begegnen. Unsere Veranstaltung dann morgen steht im Zeichen des Gedenkens, der Solidarität und unserer Widerstandskraft. Ich danke allen, die bereits ihre Solidarität bekundet haben. Ein besonderer Dank geht an die Stadt Berlin und den regierenden Bürgermeister, der hier an meiner Seite steht. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie trotz der Umstände hier gemeinsam mit uns auf diesem Pariser Platz zusammengekommen sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herr regierender Bürgermeister, übergebe ich Ihnen das Wort. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freunde. Herr Botschafter hat es gerade gesagt, wir wollten hier heute zusammenkommen, um den Nationalfeiertag unserer Freunde zu feiern, ein fröhliches Fest. Und jetzt ist aus diesem Fest ein Tag der Trauer geworden. Und Nizza, dieser weltberühmte Ort der Lebensfreude, der Offenheit und Toleranz, ist heute Nacht ein Ort des Schreckens gewesen. Wir sind hier zusammengekommen, um der Opfer dieses fürchterlichen Attentats zu gedenken. Wir sind zusammengekommen, um solidarisch zu sein mit unseren französischen Freunden. Wir müssen leider auch davon ausgehen, dass Berliner unter den Opfern sind. Einige Berliner Schulklassen waren in Nizza, um dort ihr Abitur zu feiern. Sie waren mitten im Geschehen. Unsere Gedanken sind in diesen Momenten bei all den Familien und Angehörigen, die die Opfer beklagen, und bei den Familien, die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen. Wir werden, unsere Behörden werden gemeinsam ihr Möglichstes tun, um möglichst schnell Klarheit zu gewinnen und den Angehörigen beizustehen. Liebe Berlinerinnen und Berliner, wir sind auch hier jetzt gekommen, um uns unterzuhaken, damit niemand allein sein muss in diesen Momenten. Aber wir wissen auch, viel zu oft in den vergangenen Monaten waren wir hier zusammen, nach schlimmen Anschlägen. Wir denken an Charlie Hebdo, an Bataclan, an Istanbul, an den Anschlag in Orlando. Wir sind gekommen voller Trauer, aber sicherlich auch viele voller Wut. Ich sage aber auch als regierender Bürgermeister dieser offenen Stadt, auch wenn es schwerfällt, auch wenn wir wütend sind,
Man darf Hass nicht mit Hass begegnen. Und auch wenn wir wachsam sind, wenn wir genau beobachten, was um uns herum passiert, dürfen wir anderen nicht mit Vorverurteilung begegnen. Noch nie ist etwas Gutes aus Intoleranz und Ignoranz entstanden. Intoleranz, Diskriminierung, Rassismus, das ist es, was viele wollen, was wieder gesellschaftsfähig werden soll. Aber ich sage klar, genug ist genug. Jetzt kommt es darauf an, nicht nebeneinander herzuleben, sondern miteinander zu leben. Es kommt auf jeden Einzelnen an, auch das vorzuleben. Der Nationalfeiertag, der 14. Juli, erinnert an die Werte, die das französische Volk erkämpft hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und es sind genau die Werte, die uns alle, die alle Menschen in Europa und weit darüber hinaus verbinden. Es kommt jetzt genau wieder darauf an, für diese Werte und für diese Freiheit, die damit verbunden ist, zu kämpfen. Lassen wir uns unser Leben, das wir so genießen, dieses freie, offene und tolerante Leben, nicht kaputt machen. Das haben wir oft in den letzten Monaten gesagt und es bleibt weiter richtig, das auszusprechen. Juden, Muslime, Christen, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Lebensweisen. Wir alle stehen hier zusammen und kämpfen für gemeinsame Werte. Respekt und Toleranz, Gewaltfreiheit, die Freiheit, so zu leben, wie man es möchte. Alles das gehört zu unserem Leben. Es gehört zum Leben unserer Freunde in Frankreich und es gehört zum Leben von uns allen in dieser Stadt. Lassen Sie uns jeden Tag darum kämpfen, dass das so bleibt. Nun werden wir eine Schweigeminute halten und dann werden wir die beiden nationalen Hymnen hören. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Anwesenheit und für Ihre Anteilnahme.